Falls ihr, wie ich, ein riesen Digimon-Fan seid und Bock auf das neue Digimon TCG habt, dann schaut gerne mal bei Alternative Games vorbei. Dort gibt's Starterdecks oder auch Einzelkarten zu fairen Preisen, also baut euch euer Deck und dann let's go. Der Link zum Shop ist in der Beschreibung. Ich habe die Main Story von Pokémon Legenden Arceus durchgespielt und ich wollte jetzt einfach nochmal ein Video machen zu meiner absolut subjektiven Einstellung zu diesem Spiel, von dem her, falls ihr nicht mit klarkommt, dass ich das Spiel eventuell positiv rede und ihr hasst das, oder falls ich es negativ rede und ihr liebt das, seid einfach offen für eine andere Meinung und lasst uns da in den Kommentaren gerne eine kleine Diskussion beziehungsweise einfach nur einen Austausch starten über das Spiel, denn kontrovers ist es allemal. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen und auch gerne über ein Abo. Von dem her können wir jetzt eigentlich straight anfangen. Ich will an der Stelle nur nochmal sagen, ich beziehe mich hier auf das Spiel, nachdem ich die Main Story quasi durchgespielt habe. Das heißt, das Video wird voller Spoiler sein. Das heißt, entweder habt ihr jetzt noch die Chance auszuschalten oder ihr werdet halt eventuell ein bisschen über einige Sachen gespoilert. Ihr seid gewarnt, es ist ab jetzt nicht mehr meine Schuld. Und wenn ihr in die Kommentare guckt, auch da werden höchstwahrscheinlich Spoiler drinstehen. Also, das ist eure Schuld, wenn ihr da reinguckt oder weiterguckt. Was man dem Spiel lassen muss, es hat polarisiert wie, glaube ich, noch kein Pokémon-Spiel davor. Und wir hatten den Baum bei Schild und Schwert, über den sehr viele geredet haben. Und es gab basically zwei Lager und ein ganz kleines Mini-Lager so in der Mitte, in dem ich drin war. So, das eine Lager hat gesagt, das Spiel wird voll cool und ihr habt alle keinen Plan. Die anderen haben gesagt, das Spiel wird voll scheiße und ihr habt keinen Plan. Und ich war da so ein bisschen in der Mitte und habe so gesagt, so, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich guck mal, wie sich das alles so entwickelt und wie das wird. Deswegen lasst uns erstmal über die objektiven Sachen reden. Die Grafik ist selbst für die Switch, für das Jahr und dafür, dass es Pokémon ist, eine absolute Beleidigung und ein richtiger Furz ins Gesicht für jeden, der auch nur irgendwie was mit Spielen zu tun hat. Ihr könnt sagen, dass euch die Grafik nicht stört. Allerdings muss man objektiv sagen, die Grafik ist scheiße. Da könnt ihr argumentieren, wie ihr wollt. Ihr könnt mit nichts argumentieren, dass die Grafik vertretbar ist. Die Grafik in diesem Spiel sieht so unfassbar scheiße aus. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass man sich da absolut keine Mühe, wenn überhaupt Mühe, für irgendwas gegeben hat. Ich glaube, man hat einfach wirklich gesagt, so, wir nehmen jetzt das Erstbeste fertig so, wir machen da nicht viel, konzentrieren uns eher ein bisschen auf andere Sachen. Aber es ist objektiv nicht möglich, diese Grafik gut reden zu können. I mean, ihr könnt sagen, dass ihr kein Problem mit der Grafik habt, das ist absolut in Ordnung, aber es ist objektiv eine absolute Beleidigung für jeden, der sich halt mal irgendwie ein bisschen mit Grafik beschäftigt oder sich irgendwie in der Hinsicht Mühe für irgendwas gegeben hat. Das ist Arbeitsverweigerung, diese Grafik. Okay, nachdem wir jetzt darüber geredet haben, kommen wir erstmal ein bisschen zum, ja, Gameplay. Denn das Gameplay ist ein bisschen was anderes, als wir es bisher von anderen Pokémon-Spielen kennen. Man läuft frei in der Welt rum, wirft Pokébälle einfach nur auf Pokémon, muss nicht in einen Kampf gehen, sondern kann die Bälle einfach so werfen, außer man wird halt entdeckt. Dann kann man kämpfen und es versuchen zu fangen oder man kann weglaufen. Und es ist eine Neuerung, die tatsächlich für mich persönlich, und ich möchte an der Stelle einfach mal ganz kurz sagen, dass ich selbst bei Spielen nicht die höchsten Ansprüche habe, ich fand es eigentlich echt cool. Es war was Neues. Generell dieses freie Fang-Feature hatte ich mir damals schon quasi in meinem, was ich mir für Gen 4 Remakes wünschen würde, Video nicht gespoilert, aber ich habe es mir halt gewünscht, dass es so kommt und wir haben es in Legenden Arceus bekommen. Und ich muss halt sagen, das ist an sich wirklich cool. Ich habe mich am Anfang des Spiels wirklich sehr oft dabei erwischt, wie ich die Story mal kurz nach hinten geschoben habe oder weggeschoben habe und einfach nur 2 Stunden so in dem Gebiet rumgelaufen bin und einfach geguckt habe, was es so zu suchen gibt. So, ich habe Items mitgenommen. By the way, der Beutel ist anfangs viel zu klein. Halt wirklich, der ist zu klein. Ich weiß, ihr könnt den upgraden. Aber der Beutel ist trotzdem auch für den Anfang einfach viel zu fucking klein. Und bin einfach rumgelaufen, hab Pokémon gefangen, mir die Welt angeguckt und gesehen, dass sie halt echt scheiße aussieht. Und ehrlich gesagt muss ich auch ein bisschen sagen, dass es mich da am Anfang doch ein bisschen enttäuscht hat. Denn ich bin bei Rollenspielen jemand, der einfach super gerne einfach nur in der Gegend rumläuft und sich die Welt anschaut. Und wenn ich das mache, dass ich mir die Welt anschaue, dann muss das Spiel halt auch gut aussehen. Und das tut Legenden Arceus halt einfach wirklich nicht. Weswegen für mich persönlich da ein bisschen relativ fix der Spaß verloren ging, rumzulaufen, die Welt zu erkunden, weil ich mir dachte, ja, die ist leer. Wenn ich dahinter jetzt in diesen Berghang reingucke oder so, der wird halt nichts wirklich sein. Da ist vielleicht da oder da mal ein Baum platziert und dann war es das halt. Und deswegen hat es mir das Erkunden tatsächlich doch recht schnell, ja, den Spaß geraubt, nenne ich es einfach mal. Und das fand ich ein bisschen schade, weswegen ich mich dann wieder ein bisschen mehr auf die Story fokussiert habe und halt da weitergespielt habe. Und auch das hat sich doch tatsächlich, finde ich, Anfang ein bisschen geschoben. Generell, das Tutorial war ja schon ultra lang, also legit. So, Gen 7 lacht darüber, wie lang dieses Tutorial war. Und
Dann wurde man ja freigelassen so ein bisschen und konnte ein bisschen machen, was man wollte. Das ist ja nicht richtig Open-World-mäßig. Es war doch recht repetitiv so am Anfang. So, ja, ihr habt halt immer wieder diese finalen Kämpfe quasi gegen die Wächter-Pokémon, die sich ja von ihren Attacken auch so ein bisschen unterschieden habt. So hat zum Beispiel Elektroball hier einfach seine Voltoballs geholt, die dann explodiert sind. Oder hat halt Elektrobälle auf euch geschossen. Dann kam Akani, der immer mit Vollsprint auf euch zu ist oder sowas. Und das war an sich schon cool. Prinzipiell war es aber jetzt nicht unbedingt schwer. So, ich weiß, ich bin einmal bei Akani und einmal bei Elektroball draufgegangen, so weil ich am Anfang nicht wusste, wie es geht. Und dann ging es doch am Ende relativ fix. Gerade auch der Kampf am Ende gegen das Wächter Arktilas, dachte ich erst so, ach du Heilige, wie soll ich da durchkommen? Aber dann war es irgendwie doch nicht so schwierig. Vor allem, was ich bei Arktilas auch nie verstanden habe, so, ich weiß nicht, ob das einfach Lazy Design ist, aber wenn das so sein Eisstrahl schießt, quasi so ein bisschen, wenn ihr da durchlauft, passiert euch was und ihr werdet getroffen. Wenn ihr durchspringt, passiert nichts. Dementsprechend habe ich mich dabei eher ertappt, wie ich nach Axanto quasi alle so ein bisschen abgearbeitet habe und es halt immer so ein bisschen repetitiv wurde, vor allem weil sich halt auch die Welten bzw. die Gebiete, die man nacheinander freigeschalten hat, jetzt nicht so groß voneinander unterschieden habt. Sie sahen halt alle recht leer aus und es war prinzipiell immer wieder dasselbe und das war ein bisschen schade. Und dann ging es allerdings am Ende so tatsächlich so zum Finale der Main Story zu, als man dann halt entweder Dialga oder Palkia quasi bekommt und gegen das andere kämpfen muss, weil es dann in seiner Ich-sehe-unfassbar-hässlich-aus-Form dasteht. Da ist mir eine Sache aufgefallen. Erstmal fand ich tatsächlich den letzten Kampf gegen Dialga unfassbar einfach. Also, das war der finale Kampf, der war unfassbar einfach. Und da ist mir dann aufgefallen, warte mal, das Spiel heißt Legenden Arceus. Wo war Arceus? So, ich weiß, Arceus ist am Anfang in der ersten Szene schon quasi aufgetaucht und hat gesagt so, begegne allen Pokémon. Und dann haben wir das Arceus-Phone auch bekommen. Aber wenn das Spiel Legenden Arceus heißt und Arceus keinen großen Teil deiner Main-Story einnimmt, sondern wahrscheinlich dann nur Postgame, wo ich, by the way, noch nicht bin. Ich habe noch nicht alle Pokémon, dementsprechend kann ich da noch nichts gesehen, aber ist auch relativ irrelevant. Denn warum ist Arceus nicht mit in der Main-Story? Ich dachte vorher, dass Palkia oder Dialga halt in ihrer Lord-Form quasi, dass das halt so eine Fusion mit Arceus ist. Und dass halt die, was weiß ich, so sich Arceus so ein bisschen einverleiben oder sowas. Aber nee, Arceus hat einfach gar nichts zu melden in dieser Main-Story. Und ich weiß nicht, so imagine einfach, ihr spielt Schild und Schwert. Und, wobei, das ist ein schlechtes Beispiel, weil da haben die Legis echt nicht viel gemacht. So. Aber stellt euch einfach mal vor, Pokémon Rot und Blau, auf dem Cover ist so Turtok und Glurak und ihr müsst mit Bisasflor starten und dann wartet ihr die ganze Zeit, okay, wann kommen die Box-Pokémon, wann kommen die vom Boxart und dann kriegt ihr die in der Main-Story gar nicht, sondern irgendwann dann am Ende vom Postgame. Ich würde mir halt ein bisschen verarscht vorkommen und ich habe halt eigentlich schon die ganze Zeit, so bevor das Spiel rauskam, gedacht, okay, cool, wie wollen die Arceus einbauen? So. Und dann haben sie am Ende nichts gemacht und das war halt echt ein bisschen enttäuschend. Trotzdem, alles in allem, hat mir das Spiel an sich doch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eines der besseren Pokémon-Spiele ist. Für mich gehört es eher so in die mittlere Schublade, würde ich jetzt einfach mal sagen. Denn seit Oras hatte ich tatsächlich beim Spielen mal wieder wirklich Spaß. Ich habe zwar Sonne und Mond innerhalb von 2 Tagen durchgehabt, aber so richtig viel Spaß hat es nicht gemacht. Usum hat es mir generell auch ein bisschen versaut, dadurch, dass uns halt gesagt wurde, es ist ein neues Abenteuer. Schild und Schwert war auch nicht Bombe. Die Remakes haben mich halt auch nicht so krass überzeugt. Deswegen kann ich halt sagen, für mich persönlich war Legenden Arceus seit Oras mal wieder ein Spiel von Pokémon, mit dem ich halt wirklich ein bisschen mehr Spaß hatte. Dementsprechend bin ich zufrieden. Würde ich sagen, dass es ein gutes Spiel ist? Eher nee. Trotzdem, ich war am Ende zufrieden. Wie gesagt, meine Ansprüche sind jetzt auch nicht die allerhöchsten und ich kann absolut jeden nachvollziehen, der die Spiele halt, ja, boykottiert hat. Denn alleine, wenn man die Grafik anguckt, das ist halt ein absolutes Debakel. Es war bei dem Spiel halt generell auch interessant, wie krass es doch die Community gespalten hat. Leute haben ein Video gemacht, warum das Spiel kacke ist und die wurden tot gehatet. Leute haben ein Video gemacht, wie gut das Spiel wird und sie wurden tot gehatet. Und ich denke mir einfach so, seid ihr alle eigentlich grenzdebil? Seid ihr zurückgeblieben? I mean, ja, das ist ein Spiel und wir erhoffen uns alle das Beste von solchen Spielen. Aber wenn ich dann sehe, wie die Community einfach so gespalten ist, dass sie sich gegenseitig teils mit dem Tod drohen, seid ihr irgendwie alle ein bisschen dumm? Und ich muss an der Stelle aber auch sagen, Game Freak muss sich
mehr Mühe für die Spiele geben. Ich weiß, mit Nintendo im Nacken ist das wahrscheinlich nicht unbedingt das Beste und man wird teils gezwungen, so halt den Content rauszuballern und man muss die neuen Spiele immer zu bestimmten Deadlines bringen. So ein Pokémon-Spiel kann halt nicht mehr zurückrudern und muss jetzt jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen. Ich meine, könnte man doch, aber das werden sie halt nicht tun. Ne? Das ist halt nicht so wie mit Zelda, dass man halt gewohnt ist, dass jedes Jahr ein neues Spiel rauskommt. Zelda kann mal 5 Jahre auf ein neues Spiel warten und währenddessen kommen 1, 2 Ports oder sowas raus, aber das funktioniert halt bei Pokémon nicht. Pokémon ist das größte Franchise der Welt. Wir müssen befriedigt werden, beziehungsweise denken die, dass wir es müssen, aber müssen wir meiner Meinung nach nicht. Und dementsprechend kommt dann halt so ein Spiel raus, was die Meinungen halt so unfassbar spaltet. Allerdings muss sich Game Freak halt wirklich einfach viel mehr Mühe geben, alleine was die Grafik angeht. Das ist einfach eine Beleidigung für die Switch. Und by the way, ihr könnt auch nicht sagen, dass es die Switch ist. Es ist nicht die Switch, es ist das Spiel, das so kacke aussieht. Und an der Stelle auch nochmal ganz kurz, falls es irgendwelche Leute gibt, die jetzt immer noch bei jedem Trailer sagen, das sieht nur im Trailer so kacke aus, das wird ein fertiges Spiel, die haben noch Monate Zeit, das wird noch besser aussehen. Nein, akzeptiert tatsächlich, Legenden Arceus war der letzte Beweis, den ihr gebraucht habt, dass egal ob am Ende diesen Monats, am Ende Februar, ein neues Spiel angekündigt wird, so wie das aussieht, wird es fast exakt so auch im finalen Spiel aussehen. Da wird nicht mehr großartig viel dran gemacht und meine Vermutung ist ja immer noch, dass wir Gen 9 bekommen. Deshalb muss der Legenden Arceus noch vor Ende Februar kommen, weil da halt immer das neue Spiel angekündigt wird. Und wenn ihr diesen Trailer dann seht, bedenkt, die Grafik wird am Ende wahrscheinlich auch final ungefähr so aussehen. Da wird sich nicht mehr großartig tun. Geht von dem Gedanken weg, dass die Leute sich da echt noch die Zeit nehmen und das Spiel besser machen. Das wird im Falle von Pokémon nicht passieren. Von dem her, ja. Das war jetzt quasi im Endeffekt so ein bisschen meine Meinung zu dem Spiel. Das ist eine rein subjektive, es ist ja nicht mal eine Review. Das ist einfach meine Meinung zu Pokémon Legenden Arceus, nachdem ich jetzt die Main Story durch habe. Könnt mir jetzt gerne eure Meinung nochmal ausführlich in den Kommentaren da lassen. Würde mich sehr freuen, da einiges drüber zu lesen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lasst bei dir gerne, wie gesagt, eine positive Bewertung und einen Kommentar und auch ein Abo da. Wäre beides ziemlich cool. Also alle drei Sachen wären ziemlich cool. Man sieht sich jetzt auch beim nächsten Video. Bis dann und ciao.